So, einmal die Symploke oder auch Complexio. Es gibt noch einen dritten Begriff, den werde ich gleich noch erwähnen. Zunächst mal, was ist das überhaupt? Der Begriff leitet sich aus dem Griechischen ab. Eine Übersetzung wäre Geflecht oder Verflechtung. Darum auch Complexio, wenn man es aus dem Lateinischen herholt. Und diese seltenere Bezeichnung Completio oder Completio, das würde Vollendung bedeuten. Es gibt zwei weitere Videos, die ihr euch angucken könnt dazu. Und zwar ist das nämlich, also die Symploke ist praktisch das gleichzeitige Vorkommen von Epipher und Anapher. Dazu gibt es einzelne Videos, die könnt ihr euch angucken. Kurz gesagt ist es eine Stilfigur, wo ein Wort zu Beginn und ein anderes am Ende immer wiederholt werden. So, ihr seht hier Farbkodierung blau und gelb. Das ist ja sozusagen in dieser Videoreihe immer dieselbe Kodierung mit diesem Gelb, dass ich was hervorhebe. Blau, weil ich euch das Beispiel dann nachher zeige und dann passt sozusagen das dazu. Werdet ihr gleich sehen. Es kommt vor allem in der Lyrik vor, also in der gebundenen Sprache. Das Ziel ist die absolute Verstärkung der Aussage durch diese Art und Weise des Aufbaus. Es entsteht praktisch fast zwangsweise ein paralleler Aufbau dieser Sätze oder Verse, wenn es in der Lyrik ist. Das geht fast gar nicht anders, werdet ihr gleich sehen. So, hier seht man schon den Trennstrich. Ich habe nämlich zwei Beispiele diesmal genommen. Einmal das hier. Was ist der Toren höchstes Gut? Geld. Was verlockt selbst den Weisen? Geld. Was schreit die ganze Welt? Geld. So, ich mache mal die Maus sichtbar. Hier haben wir also praktisch hier am Anfang die Anapher und am Ende die Epipher, blau-gelb. Dann haben wir witzigerweise in diesem Ding, ne, Goethe, haben wir also auch noch eine Klimax, nämlich der Tor ist sozusagen der Dummkopf, der Weise und die ganze Welt. Also der Dumme, der Weise und eigentlich alle. Ja, also wir haben hier noch eine Klimax, könnt ihr euch auch nochmal angucken. Klimax ist ja auch schon online. Und dann so eine kleinen Sachen, wie hier, dass hier hinten noch ein Binnenreim ist, Welt, Geld. Okay, gut. Das sieht man aber so. Ne? Man sieht also wirklich die Verflechtung von Anapher und Epipher. Ich habe noch ein Beispiel aus der alten Werbung, das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Und zwar ist die Szene, das Publikum bei einem Fußballspiel ist ganz aufgeregt, ein Süßwarenhersteller wirbt damit und der Torwart ist völlig verzweifelt und wendet sich dann quasi an die Fußballfans, die im Stadion sind und da so rumtoben und dann ruft er, wollt ihr Verlängerung? Und dann schreien die alle, nein! Und dann ruft er, wollt ihr Elfmeterschießen? Und wieder alle, nein! Und dann sagt er ganz verzweifelt, was wollt ihr denn? Und dann rufen alle den Namen der Süßigkeit. Mache ich jetzt hier nicht rein. So, und hier, Mauszeiger wieder sichtbar, genau das Gleiche. Und zwar in der Werbung dann eben auch eine Symploke. Das wollt ist gleichzeitig noch total betont, wenn er das schreit. Also dann hier verzweifelt, was wollt ihr denn? So nach dem Motto. Und durch diesen Parallelismus, dass hier hinten die Epipher ist, nein, nein, und dann die Auflösung der Name der Süßigkeit. Ja, also eine absolute Verstärkung der Aussage, gezielt auf dann dieses Werbegut, was man sozusagen verkaufen will. Hier oben in gewisser Weise eine Kritik, dass die ganze Welt am Geld und am Mammon hängt und hier quasi umgekehrt das Verkaufsziel. Ja, also man sieht es an diesen Beispielen eigentlich ganz schön, wie das funktioniert. So, ich erkläre ja in dieser Videoreihe ganz viele Stilmittel. Ihr könnt die namentlich suchen und dann immer einzelne Videos angucken oder ihr benutzt einfach die Wiedergabeliste, die ich dazu erstelle. Ansonsten ein Däumchen wäre ein Träumchen, abonniert meinen Kanal. Ich hoffe, das hilft euch hier ein bisschen weiter im normalen schulischen Alltag und so weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal.